Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ich hoffe, dass die Akustik hier im Raum funktioniert. Gibt es keine Probleme, mich zu verstehen, dann bin ich schon mal, was das angeht, beruhigt. Ich muss gestehen, dass ich heute eher so ein bisschen aus der Werkstatt plaudern werde. Meine eigene Beschäftigung mit Triest ist auch noch nicht so alt. Vielleicht spürt man dafür umso mehr die Neugier, die mich erfasst hat. Und zwar schon, als ich die Stadt vor 3 Jahren das erste Mal ein bisschen habe kennenlernen können, die bis dahin immer so ein Hohenemser Mythos war, weil man natürlich immer wusste, dass eine und nicht die kleinste Hohenemser jüdische Familie, nämlich die Brunners, zu einer sehr großen Zahl im 19. Jahrhundert genau dorthin nach Triest ausgewandert war oder innerhalb Habsburgs umgezogen ist, je nachdem, wie man das sieht. Und dort eine ziemlich bedeutende Rolle in dieser Stadt gespielt hat. Aber die Brunners selber waren immer eher ein bisschen diskret, was ihre Familiengeschichte anging. Also musste man sich irgendwann einmal selber einen Reim darauf machen. Noch ein Geheimnis habe ich heute erst irgendwie wirklich mitbekommen, nämlich dass das Jüdische Museum, der Veranstalter dieses Nachmittags hier, was dieses Vortrags ist, ich habe das erst im Programm im Kleingedruckten selber realisiert. Da stand sogar ein Eintrittspreis, darauf waren wir jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorbereitet. Ich habe jetzt einfach eine Spendenbüchse draußen hingestellt und wenn euch der Vortrag gefallen hat, könnt ihr was reinwerfen. Ich glaube, laut Programm sind 8 Euro vorgesehen, aber wie gesagt, italienische Verhältnisse. Der Markus hat das ja schon bei seiner Eröffnungsrede vorgestern deutlich gemacht, dass man auch ein bisschen zu spät anfangen darf. Das galt übrigens leider auch für die Vorbereitung meinerseits zu diesem Vortrag. So richtig eingelesen in viele Dinge, die ich schon lange lesen wollte, habe ich mich erst in den letzten Tagen. Also nehmen Sie das wirklich als ganz frisch und zum Teil noch etwas unverarbeitet und zum Teil vielleicht auch schon etwas länger. Wenn man heute nach Triest kommt und man will sich einen Eindruck dieser Stadt verschaffen, dann ist nicht der schlechteste Ort, um damit anzufangen, der Friedhof von Santa Anna auf einem Hügel über der Stadt. Und wenn man dorthin kommt, stellt man fest, es ist natürlich nicht ein Friedhof, es sind mehrere Friedhöfe. Dort oben auf dem Hügel über der Stadt gibt es natürlich einen großen katholischen Friedhof, es gibt auch einen großen Soldatenfriedhof, es gibt einen gar nicht so kleinen griechisch-orthodoxen Friedhof, es gibt einen osmanisch-islamischen Friedhof mit Moschee und es gibt einen riesigen jüdischen Friedhof. Livio Vasieri, der mich vor 3 Jahren über diesen Friedhof geführt hat, der Archivar der jüdischen Gemeinde, ist wahrscheinlich der Einzige, der sich auf diesem Friedhof wirklich auskennt. Ich hoffe, dass er seine Forschungsarbeit zu den Grabsteinen noch zu seinen Lebzeiten wird abschließen können, damit auch nach ihm Menschen sich auf diesem Friedhof werden zurechtfinden können. Dieser Friedhof ist ein Wald, er ist vollkommen zugewachsen, überwuchert. Gräber, die nicht regelmäßig von ihren Angehörigen besucht werden, muss er erst einmal von der Vegetation befreien, damit man sie sich anschauen kann. Das hat er ausgiebig auch mit mir getan an einem heißen Sommertag. Und ich trug ziemlich viele Spuren davon. Dieser Friedhof ist nämlich durchaus ein sehr lebendiger Ort. Er wird von unendlich vielen Stechmücken bewohnt. Man findet auf diesem überwachsenen Friedhof, zugewucherten Friedhof, gleich am Eingang repräsentative, große, fast herrschaftliche Grabanlagen, die samt und sonders der Familie Morpurgo gehörten. Das war eine der ersten großen jüdischen Familien in Triest. Sie gehörten auch zu den Gründern der österreichischen Lloyd, also der ersten großen Versicherungsgesellschaft, die den anhebenden Orienthandel, überhaupt Mittelmeerhandel, der österreichischen Handelsflotte versicherten und damit viel Geld verdienten. Sie gehörten auch zu den Gründern der Generali,
die dann allerdings irgendwann im Mehrheitsbesitz der Familie Brunner landete. Diese Grabmäler sind wirklich eindrucksvoll, auch die sollten Sie sich anschauen. Und wenn man dann sich in das Dickicht des Friedhofs verliert, kommt man dann allerdings irgendwann auch zu den vielen, ja unendlich vielen und zum Teil auch ziemlich protzigen Grabanlagen und Gräbern der Familie Brunner, an denen man schon sozusagen an den Gräbern ablesen kann, dass sie offenbar eine gewisse Rolle in Triest gespielt haben. Dieses Triest war viele Jahrhunderte ein eher bescheidener, mit gewissen Autonomierechten ausgestattete kleine Stadt mit einem bescheidenen Hafen. Das Patriziat lebte vom Grundbesitz vor allem und der Arbeit der vor allem slowenischen Bauern im Karst und der gesamten Umgebung, natürlich auch Istriens, gehörte formell schon seit dem 14. Jahrhundert zu Österreich, also und zwar durch einen, zumindest liest man das so, freiwilligen Akt. Sie haben sich 1382 unter den Schutz des Herzogs Leopold von Österreich gestellt, möglicherweise um sich einer gewissen Unabhängigkeit von Venedig zu sichern. Jedenfalls nach vielen Jahrhunderten in diese Stadt schon ein Hafen war, aber kein bedeutender Warenumschlag, kein großer Hafen, der irgendwie mehr Funktion hatte, als die Stadt selbst und das Umland mit Waren zu versorgen, änderte sich alles, nachdem sich das Habsburger Reich so langsam mit dem Osmanischen Reich verständigte und wie das Kaiser Karl der VI. 1717 erklärte, die Schifffahrt des Adriatischen Meeres nun sicher und frei sei. Zwei Jahre später werden Triest und Fiume zu Freihäfen erklärt. Dann wird schon die Orientalische Kompanie für die Seefahrt im östlichen Mittelmeer gegründet. Das ist noch kein so riesiger Erfolg, aber spätestens mit der theresianischen Politik wird Triest zum zentralen Warenumschlagplatz des Habsburger Reiches. Sozusagen der gesamte Seehandel, und der betrifft natürlich nicht nur die Adria und nicht nur den Orient, sondern das geht sozusagen bis nach England und natürlich dann auch irgendwann bis nach Amerika, läuft über diesen, vor allem diesen einen Hafen. Nach dem Ausgleich mit Ungarn wird ja Fiume dann auch noch zum Hafen Ungarns. Und es gibt die Skurrilität einer ungarischen Flotte. Das kann man sich heute nicht mehr wirklich vorstellen. Aber dass die Österreicher eine Flotte hatten, kann man sich heute auch nicht mehr wirklich vorstellen. Triest verändert sich in diesen Jahren mit sozusagen der theresianischen Politik und dann weiter in den Jahren daraufhin dramatisch. Die Stadt wächst und zwar gigantisch schnell. Die theresianische Stadt, wie sie auch dort heißt, entsteht quasi neben der italienischen Altstadt. Es entsteht so etwas wie ein Wien am Meer. Das ist wirklich eindrucksvoll, wenn Sie sich von der Seeseite der Stadt nähern, dann hat man wirklich das Gefühl, man fährt auf die Ringstraße zu, aber vom Meer aus. Das ist schon ein ganz imposanter Anblick. Und was natürlich auch in diesen Jahren entsteht, in denen Triest einer der wichtigsten Mittelmeerhäfen wird und eben die quasi Nabelschnur Österreich-Ungarns zum Mittelmeer. Es entsteht eine kosmopolitische Stadt. Es entsteht eine Stadt, die einerseits so multikulturell war, wie das viele Städte im Habsburger Reich waren. Also egal, ob man nach Bukarest oder was weiß ich, welche Stadt im Habsburger Reich gekommen ist, ja, im ganzen Donauraum, dort waren überall sozusagen viele Sprachen gesprochen. Das, was vielleicht noch ein bisschen besonders ist an Triest, ist, dass dort wirklich die drei großen, wenn man so will, europäischen Kulturräume aufeinanderstoßen. Das ist sozusagen eine italienische Stadt. Die Mehrheit der Bevölkerung war immer italienisch, italienischsprachig und auch kulturell nach Italien orientiert, nur war Italien jeweils in diesen Jahren ja noch kein Staat, keine wirkliche Nation in einem territorialen Sinne. Die Umgebung der Stadt war slawisch, war slowenisch,
Davon lebte die Stadt lange Zeit. Natürlich gab es Österreicher und irgendwann auch protestantische Deutsche oder nicht nur protestantische, aber auch Deutsche in der Stadt. Natürlich die Verwaltung und solche Dinge wurden immer stark auch von Wien beeinflusst. Es gab zahllose Griechen in der Stadt, Levantiner, Illyrer und natürlich eine wachsende Zahl von Juden, denn anders als in anderen Erblanden der Habsburger war eben die Ansiedlung von Juden in Triest auch ziemlich früh erlaubt. Hatte natürlich auch mit den ökonomischen Absichten des Reiches zu tun, diesen Handelsplatz so bedeutend zu machen, wie das irgendwie ging. Und dazu brauchte man halt auch so etwas wie eine kosmopolitische Bevölkerung, die zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen vermittelt, die verschiedene Sprachen spricht. Und die jüdische Bevölkerung in Triest fand sich, und das ist natürlich auch in vielen Orten so gewesen, fand sich eben zwischen konkurrierenden Volksgruppen wieder als eine, die zu keiner dieser Volksgruppen im Ort, in der Stadt sozusagen aufgegangen wäre, da dazugehört hätte. Italienisch war die Alltagssprache völlig selbstverständlich. Deutsch wurde immer stärker durchgesetzt als Lingua Franca, als Verwaltungssprache, als die Sprache der Bürokratie. Das ist natürlich von den josephinischen Reformen nicht zuletzt dann auch noch mal stärker sozusagen befördert worden, die natürlich einhergingen, wie überall sonst auch, mit einer Zentralisierung von Verwaltung, einer Modernisierung von Verwaltungsstrukturen, natürlich auch einer Bürokratisierung und einer Durchsetzung von Deutsch als eine sozusagen von möglichst vielen gesprochenen gemeinsamen sozusagen Lingua Franca. Und das Interessante war, dass zu dieser Zeit, also wir reden jetzt so von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eben, ich sag mal, mit diesem zentralisierenden Zugriff von Wien auf diese bunte Stadt kein sozusagen kultureller Germanisierungsanspruch verbunden war. Also man hatte zum Deutsch ein vergleichsweise sachliches Verhältnis. Es war einfach nützlich, eine gemeinsame Sprache zu haben. Aber niemand wurde irgendwie dazu aufgefordert, und es wäre in Triest auch nicht gut angekommen, sich jetzt irgendwie der deutschen Kultur zu assimilieren. Es gab allerdings einen ziemlich starken Druck seitens der italienischen Mehrheit im Ort an alle, die dorthin kamen, sich möglichst der Italianità anzupassen. Das traf nicht zuletzt die langsam steigende Zahl von slowenischen Triestinern, die eben sozusagen aus dem slawischen, slowenischen Hinterland Triests in die Stadt zogen. Und das hatte natürlich mit der starken sozusagen Ökonomisierung der Stadt zu tun und der Industrialisierung der Stadt. Also dieselben italienischen Unternehmer in Triest, die permanent die italienische Kultur hochhielten und alle sozusagen aufforderten, Italienisch zu sprechen, waren natürlich gleichzeitig diejenigen, die dazu beitrugen, dass eine immer stärkere slowenische Minderheit in der Stadt gab, also nicht mehr nur vor den Toren der Stadt, und so langsam auch Anspruch darauf machten, so etwas wie eine kulturelle eigene Autonomie zu besitzen, was sich dann natürlich in wachsenden Auseinandersetzungen um gesprochene Sprache, Kultur und Schulen natürlich auch sozusagen niederschlug und die Frage zum Beispiel, ob es eben aus slowenisch, slawischsprachige Schulen geben darf. Genau in diese, ich sag mal, noch sehr offene Situation der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also Triest ist Teil des Habsburger Reiches und eben nicht mehr nur Provinz, sondern ein echtes Zentrum, eine Metropole in diesem Reich. Sie ist kulturell italienisch, aber es gibt noch keinen italienischen Staat, dem man sich in irgendeiner Art und Weise sozusagen territorial anschließen könnte. Sie wird von einer wachsenden Zahl von Slowenen auch jetzt bevölkert, die auch noch keinerlei sozusagen nationale Utopie haben, aber doch langsam auch ihre Sprache sprechen wollen. Das heißt, diese Stadt ist wirklich in vielfältigen Bindungen an sozusagen den slawischen Kulturraum, den italienischen und an den germanischen Kulturraum angeschlossen und lebt genau davon, in dieser Mittlerrolle zu sein. Und das wissen die Eliten in dieser Stadt durchaus, auch die italienischsprachigen Eliten dieser Stadt wissen,
dass ihr ganzer Wohlstand nicht aus Italien, sondern aus dem Habsburger Reich kommt oder dadurch entsteht, dass man diese Verbindung aufbaut. Das intellektuelle Klima dieser Stadt, die eben eine völlige Provinzstadt war, wird auch immer spannender. Es entstehen ständig neue Zeitungen. Am Ende des Jahrhunderts werden es hunderte von, also innerhalb von einigen Jahren, hunderte von Zeitungen und Zeitschriften sein, die dort publiziert werden. In diese noch offene Situation in den 1830er Jahren, also es ist sozusagen gerade ein großer ökonomischer Schub, ziehen die Brunners aus Hohenems nach Triest. Also die Brunners, natürlich nicht alle, es sind große Familien. Heinrich Brunner hat 13 Kinder hier in Hohenems. Der Mann ist Viehhändler und Metzger, kommt aus einer Familie, die von Aulendorf im frühen 18. Jahrhundert nach Sulz oder eigentlich im 17. Jahrhundert schon nach Sulz hier in der Nähe von Rankweil, als es dort auch eine jüdische Gemeinde gab, ausgewandert waren, die dann von Sulz nach den Pogromen dort 1744 nach Hohenems gegangen waren und sich dann endgültig in Hohenems niedergelassen haben. Und etwas verrate ich auch schon von Heinrich Brunner und seinem Bruder Arnold Brunner haben wir mittlerweile zwei schöne alte Porträts, die aus den 1830er Jahren stammen, in unserer Sammlung. Und die Tatsache, dass wir diese Porträts und nicht nur diese Porträts, sondern sehr, sehr viel mehr mittlerweile in unserer Sammlung haben, auch dieser Tatsache verdankt sich unser gewachsenes Interesse an Triest. Wir haben vor ein paar Jahren einen großen Nachlass aus einem kleinen Vorort von Tel Aviv bekommen. Und dieser Nachlass bestand aus zwei riesig großen Kisten voller Europa. Bücher, Porträts, Briefe und noch so ein paar andere Sachen, auf die ich später zu sprechen kommen werde. Ein Grab auf dem Friedhof in Santa Anna, auf dem jüdischen Friedhof, konnte ich nicht finden. Ich wusste auch, dass ich es dort nicht finden würde und warum. Das hat mit einem der Gegenstände in diesen Kisten zu tun. Auf jeden Fall, Heinrich Brunner hatte 13 Kinder, von denen sind 4 schon als Babys gestorben. Aber 9 haben es immerhin geschafft und von denen sind doch einmal 3 plus noch ein Cousin vier plus ein Cousin nach Triest ausgewandert. Also, und zwar fast alle Buben. Jakob Brunner hat in Triest 1832 als Kaufmann ein Manufakturwarengeschäft, wie die Dokumente verraten, gegründet. Kurz gesagt, er hat das, was man damals Schweizer Waren dorthin importiert, also Textilien, die man in St. Gallen gekauft hat und nach Triest und von dort weiter zum Beispiel in die Türkei. Damals hat man ja Textilien in die Türkei exportiert und nicht umgekehrt, dorthin gebracht. Das war offenbar ein ganz gutes Geschäft, weil daraus wurde dann später auch ein Bankgeschäft und so einiges andere auch. Er hat damals seinen Bruder Marco Brunner mitgenommen. Der war damals gerade 15 in Triest, wurde ein bisschen Kaufmann gelernt und wurde dann gleich wieder zurückgeschickt, quasi in die Heimat, nämlich nach St. Gallen, um dann dort den Einkauf dieser Textilien zu erledigen, die man dann eben über Triest zum Beispiel ins Osmanische Reich exportiert hat. Auch der Hermann Brunner ist dann wohl ziemlich bald nachgefolgt. Man weiß nicht genau wann, richtig abgemeldet hat er sich hier erst 1852, was nicht heißt, dass er da noch hier gewesen ist. Auch er trat in das Geschäft des Bruders Jakob Brunner ein, eben Textilien dort zu verkaufen. Und dann war noch Hirsch Karl Brunner. Auch der ist 1834 nach Triest gegangen und hat ebenfalls Schweizer Waren dort verkauft und bald auch noch ganz andere Dinge, denn die sind dann ins Großhandelsgeschäft auch mit Baumwolle eingestiegen. Damit konnte man im 19. Jahrhundert ziemlich viel Geld verdienen. Dann ist auch noch von Arnold Brunner, also Heinrichs Brunner, ein Sohn, Maximilian nach Triest gegangen. Also die haben dort sozusagen eine richtige Hohenemser Niederlassung gegründet und ihre Kontakte zur Hochburg der europäischen Textilproduktion auf dem Festland, nämlich St. Gallen, sozusagen genutzt, ihre nahen Kontakte dorthin
um dieses Geschäft in Triest groß zu machen. Andere Teile der Familie hat es ganz woanders hin verschlagen. Einer der Brüder von Maximilian ist nach New York gegangen und dessen Sohn war dann ein Star-Architekt in New York. Auch das gab es. Also die haben sich gut verteilt. Marco Brunner ist dann eigentlich wieder nach Hohenems zurückgegangen, weil in St. Gallen durfte er nicht wohnen, er durfte dort nur einkaufen und hat das Brunnerhaus bezogen, wo heute das Restaurant Mattone drin ist. Also natürlich nicht in diesem gleichen Haus, aber an der Stelle dort. Und hat seinen Lebensabend, ist 1888 dann gestorben, mit seiner zweiten aus Bozen stammenden Frau ein bisschen mit Hühnerzucht und Seidenspinnerei verbracht und sich um die Enkel gekümmert, die immer zur Sommerfrische zu Besuch kamen. Und das waren nicht ganz uninteressante Enkel. Einer war dann einer der talentiertesten Bergsteiger Vorarlbergs und Mitbegründer des Skizirkus in St. Anton, Bernhard Trier. Also eine illustre Familie. Jedenfalls haben die sich in diesen Jahren 1830, 1840, 1850 in Triest etabliert und ihr Geld entweder mit Handel über Triest oder eben mit Baumwollhandel, Großhandel oder mit Bankgeschäften verdient. Und das haben sie gut gemacht. Und sie haben auch manche unerwartete Gelegenheit ergriffen. Hirsch, das ist einem Buch zu entnehmen, dass Carlo Alberto Brunner, eben jener in Givatayim bei Tel Aviv verstorbene Nachkomme und sozusagen derjenige, dessen Hausstand dann in diese Kisten verfrachtet wurde und zu uns geschickt wurde. Er hat ein Buch hinterlassen, wo er diese Familiengeschichte mit sehr viel Ironie beschreibt, leider auf Italienisch, ich arbeite mich da mühsam durch. Italienische Verhältnisse haben das auch manchmal mit sich, dass man Dinge übersetzen muss, die man nicht so perfekt versteht, aber mit Hilfe von DeepL geht das. Dem ist unter anderem eine sehr schöne Geschichte zu entnehmen. Groß geworden ist diese Familie Brunner unter anderem durch den amerikanischen Bürgerkrieg. Der hatte was mit Baumwolle zu tun, denn die Sklaven, die damals befreit worden sind, und zwar von den Republikanern, muss man mal wohlgemerkt sagen. Also in Amerika waren die Demokraten im Süden stark und Sklavenhalter und die Republikaner im Norden, auch Abraham Lincoln, war ein Republikaner. Das könnte man den Republikanern auch mal wieder in Erinnerung rufen. Und hat sich insbesondere mit der Befreiung der Sklaven damals verdient gemacht. Jeweils der amerikanische Bürgerkrieg hatte eine wichtige Wirkung, die man sich leicht vorstellen kann. Der Baumwollexport stagnierte, weil aus einem Kriegsgebiet kann man nicht so wunderbar massenhaft Produkte exportieren, vor allem dann, wenn der konföderierte Süden ja der Baumwolllieferant ist und eben gerade damit beschäftigt ist, die Armeen des amerikanischen Nordens abzuwehren, was ja auch, wie man weiß, nicht ganz gelungen ist. Jedenfalls, der Baumwollhandel stagnierte und die Brunners hatten vorher gut eingekauft. Und die Preise stiegen und stiegen und stiegen und stiegen. Und als sie so ziemlich am oberen Ende angekommen war, hat Hirsch Brunner seine Vorräte verkauft, hat ein bisschen abgewartet. Und als dann nach dem Bürgerkrieg ziemlich viel Baumwolle auf einmal auf den Markt kam und die Baumwolle im Preis wieder sehr günstig wurde, hatte er es geschafft, wieder einzusteigen. Zu dieser Zeit hatten die Brunners in der Nähe von Triest auch schon sich weitere spannende Verdienstmöglichkeiten erschlossen. Sie haben Baumwollwebereien gegründet in Görz, also Gorizia und der ganzen sozusagen Gegend zwischen Triest und Görz. Und sie haben angefangen, Landbesitz zu erwerben. Und zwar nicht unbeträchtlichen. Also ich weiß nicht, wer sich dort mit der Topografie auskennt. Der Isonzo fließt dort bei Grado in die Adria, hat ein ziemlich sumpfiges Delta ausgebildet. Und damals war ein wichtiger Punkt, um die Landwirtschaft in der Gegend zu befördern, Land zu gewinnen. Also schlicht Entwässerungsgräben anzulegen und dieses sumpfige Gebiet in der Isonzo-Mündung urbar zu machen für die Landwirtschaft. Auch das haben die Brunners in ganz großem Stil getan. Isola Morosini war ein riesiges Landgut und dann gab es auch noch ein zweites, dessen Namen ich irgendwo auch aufgeschrieben habe. Mein Gott.
Hat einen schönen Namen, aber ich habe ihn hier gerade nicht greifbar. Liegt sozusagen fast bei, naja, etwas nördlich der Mündung. Dort hatten sie ein richtiges kleines Landschlösschen. Also man hat sich dann auch richtig leisten können. Also mit diesen verschiedenen Gewerben haben die Brunners es tatsächlich geschafft, in Triest zu einer der ersten Familien aufzusteigen. Und dazu gehörte eben auch das Versicherungsgeschäft. Sie sind ziemlich bald in die Generali eingestiegen und irgendwann tatsächlich auch die Mehrheitseigner gewesen. Sie haben die Riunione Adriatica di Sicurtà mitgeleitet, also große Anteile gehalten. Sie haben die Banca Commerciale Triestina mitgeleitet und große Anteile gehalten. Das war sozusagen eine richtige Familiendynastie. Und nach Hirsch kam als nächster Rodolfo. Und das war sozusagen der große Patriarch der Familie, dessen aus Bronze gegossene Totenmaske wir ebenfalls in dieser Kiste vorfanden. Also da gibt es so einige Familienobjekte, die zum Teil auch schräger Natur sind. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich die Situation in Triest tatsächlich aber in mancher Hinsicht entscheidend verändert. 1848 die Revolution, mit der eben in Italien auch das sogenannte Risorgimento begann, also die Einigung Italiens, die sozusagen zum italienischen Nationalstaat führte. Ist natürlich an Triest auch nicht sozusagen ganz spurlos vorbeigegangen, auch wenn Triest nicht in Italien und auch nach dem Risorgimento, also nach 1861, natürlich nicht in Italien lag, aber sozusagen die kulturelle Nähe, die die breite Mehrheit der Menschen in Triest zu Italien spürte, wurde natürlich jetzt auch von diesem sozusagen Nationalprojekt und einem wachsenden Nationalismus aufgeladen, der in einen wachsenden Gegensatz geriet zu dem eben auch langsam stärker werdenden slowenischen und slawischen Nationalbewusstsein, in dem es sozusagen wieder konkurrierende Fraktionen gab, die es sozusagen eher slowenisch oder eher panslawisch wollten. Auf jeden Fall wuchs sozusagen da unter der Oberfläche einer kosmopolitischen, multikulturell offenen, toleranten, von den Österreichern mehr oder minder rational und gut von weit weg verwalteten Stadt. Und diese Spannungen wuchsen und wuchsen und wuchsen. Und vergifteten natürlich auch sozusagen von unten her ganz langsam das Klima in der Stadt, auch wenn das, ich sag mal, noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich oberflächlich die politische Situation in dieser Stadt nicht dominierte. Die dominierende Kraft in Triest blieben die Nationalliberalen, die noch lange wirklich liberal blieben. Und eigentlich erst unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs dann in ihrer Mehrheit sozusagen umfielen und sozusagen zu den Irredentisten sich orientierten. Irredentisten, das war die Bewegung der sogenannten Unerlösten, Irredentisten, die Unerlösten, die also darauf warteten, dass das Vaterland Italien uns endlich erstens aus der Gefahr dieser gefährlichen Sklaven, die hätte man gerne als Sklaven gehabt, aber eben nicht als sozusagen selbstbewusste Bürger, der Sklaven erlöst, aber natürlich auch vor dieser fernen österreichischen sozusagen Herrschaft erlöst. Eine Bewegung, die eben vor dem Krieg noch ziemlich schwach war und eher so eine sozusagen Kopfgeburt von Teilen der italienischen Eliten in der Stadt war. In diesen Jahren, in denen sozusagen diese Konflikte ganz langsam sozusagen stärker werden, passieren in der Familie Brunner ein paar Dinge, die sozusagen ihren Horizont weiter erweitern. So wie die Rosenthals hier in Hohenems auch, gehen auch die Brunners natürlich nach Manchester, um alles zu lernen, was man über die modernste Textilproduktion und die ist in Manchester, was man darüber lernen kann. Egal, ob das Arnold Rosenthal war oder Rudolf Rosenthal oder eben Rudolf Brunner. Man ging nach Manchester, dort quasi in die Lehre. Ende der 70er Jahre kommt eben auch Rodolfo Brunner in Manchester an, der älteste Sohn von Hirsch, 1859 geboren und lernt dort eben alles über Spinnerei und Färberei und
lernt natürlich dabei auch eine Modernität von, ich sag mal so, Wohnzivilisation kennen. Also man kann da auch in diesen Lebenserinnerungen und in diesem Buch eben von Carlo Alberto Brunner über seine Familie durchaus etwas darüber lernen, wie so die Lebensverhältnisse einer durchaus reichen Familie in Triest aussahen. Das ist sozusagen noch sehr, naja, wenn man hier in diesem Haus sitzt, so ähnlich wie hier. Also das Wasser wird immer noch irgendwie in Kannen von irgendwelchen Dienern gebracht, während es in Manchester eben aus der Wand kommt. Und das ist sozusagen nochmal eine andere Welt, die man da kennenlernt, oder dass man sich zum Beispiel täglich waschen könnte, war auch eine Erfahrung, die Rodolfo erst in Manchester machte. Das gehörte so zu so einem aristokratischen, pseudo-aristokratischen Lebensstil überhaupt nicht dazu. Sein Vater Hirsch hat natürlich noch andere Sachen mit ihm vor. Rodolfo hat ja als sozusagen Lehrling in Manchester auch einen Arbeitgeber. Das ist die Familie Bless. Die sind auch schon mit den Rosenthals in Hohenems verbunden und die haben auch eine Tochter. Die Fanny. Die muss an den Mann gebracht werden. Und diese Verbindung mit den großen Textilproduzentenfamilien Bless sind eine solche jüdische Textilerfamilie in Manchester. Die wäre natürlich für die Brüder in Triest ausgesprochen sinnvoll und schickt also Depeschen nach Manchester an seinen Sohn, dass er sich um diese Tochter mal kümmern sollte. Papa sei schon einverstanden. Der Patriarch in Triest bekam eine für ihn sehr überraschende Antwort, die hieß nämlich nö. Er hätte im Moment keine Heiratsabsichten und hätte anderes zu tun. Dann musste Rodolfo erstmal noch ein bisschen Militärdienst leisten. Damals war gerade Krieg in Bosnien und dort musste also irgendwie ein gewisser Widerstand niederkartätscht werden. Aber vor allem musste man den Bosniern auch die Zivilisation näher bringen, also auch zum Beispiel durch Erschießungen. Und das war sozusagen eine ziemlich unangenehme Erfahrung, die Rodolfo da mit der österreichischen Armee in Bosnien machte, über die er dann auch sozusagen einiges an Erinnerungen hinterlassen hat. Aber es gibt da eben auch schon die ersten nationalistischen Panslawisten in Bosnien und Herzegowina, die eben die österreichische, gerade neue österreichische Herrschaft über Bosnien-Herzegowina wieder loswerden wollen. Wo das am Ende geendet hat in Sarajevo, wissen wir. Irgendwann kommt Rodolfo wieder zurück in den 1880er Jahren von diesen Lehrjahren in Manchester und seinen militärischen, weniger schönen Erfahrungen in Bosnien und verliebt sich in eine Frau aus einer durchaus ersten Familie in Triest. Sie ist, wie er seinen Vater beruhigen kann, auch Jüdin, aber italienische Nationalistin, eine richtige Irredentistin. Das kam in der Familie nicht wirklich gut an. Er hat sie trotzdem geheiratet und die Ehe und China mussten lange Jahre erst einmal wirklich von großer Liebe und Zuneigung geprägt sein, worden sein. Es gab eine ganze Reihe Kinder und dann kam der Erste Weltkrieg. 1914 fängt es erstmal damit an, dass ich habe eine Sache jetzt völlig vergessen zu erzählen, aber das ist auch nicht so wichtig. Sie wissen, dass irgendwann wurde natürlich die Südbahn gebaut. Das war auch noch eine Etappe der Bedeutung von Triest, nämlich direkt sozusagen ans Eisenbahnnetz angeschlossen zu werden über den Semmering. Aber und damit ging das mit dem Warenfluss nach Wien natürlich noch schneller. Aber wieder zurück zu 1914. Der Erste Weltkrieg geht los und ja, die Triestiner Jugend wird genauso eingezogen ins österreichische Heer, wie alle anderen, nur dass sie ja, da sie italienisch fühlen, sich irgendwie in diesem Krieg nicht wirklich betroffen fühlen. Und natürlich fördert das die irredentistischen Strömungen in Triest und den Nationalismus noch weiter. Noch ist Italien in einem, auch Italien in einem Bündnis mit Österreich und Deutschland, muss also irgendwie Ja und Amen sagen dazu. Nur Guido Brunner, der Sohn der irredentistischen Mutter Gina Segre und des treu habsburgisch-patriotischen Rodolfo, desertiert und läuft über und
Jetzt gibt es so eine ganze Reihe von Legenden, die man möglicherweise auch nicht mehr entwirren kann. Giancarlo Stavro hat mir in Triest erzählt, er sei dann zum Tode verurteilt worden und Rodolfo wäre nach Wien gereist, um ihn da irgendwie wieder rauszuhauen. Wahrscheinlich durch das Ankaufen von vielen Kriegsanleihen österreichischen, womit man die Macht in Wien sicher beruhigen konnte. Carlo Alberto erzählt die Geschichte ein bisschen anders. Er erzählt sie so, dass Rodolfo sich selber zum Krieg gemeldet hätte. Er war damals schon nicht mehr ganz jung und hätte also sozusagen seinen Sohn damit entschuldigen wollen, dass er sozusagen angeboten hat, selber in den Krieg einzutreten. 1915 hat sich die Lage da natürlich radikalisiert. Rodolfo war jetzt schon auf seinen Landgütern und die lagen in Italien dann, also jenseits des Isonzo, und kümmerte sich dort irgendwie um die Bewässerungsgräben, was auch immer schwieriger wurde, weil immer mehr Leute irgendwie eingezogen waren und im Militär. Italien ist in den Krieg eingetreten gegen Österreich. Plötzlich war eine harte Front zwischen seinen Landgütern und seiner Stadtvilla in Triest und seiner Familie in Triest. Und dann gab es auch noch einen Inzident, der in diesem verrückten Buch des Nachkommen geschildert wird. Irgendein Soldat, ein italienischer Soldat auf Heimaturlaub, also von der Front, hätte nichts zu tun gehabt und hätte irgendwie in den Ländereien der Brunner gewildert. Und Rodolfo war kein Freund von Wilderern und hätte denen zwei Ohrfeigen gegeben. Dafür wurde er vors Kriegsgericht gestellt, als feindlicher Ausländer, der sich an einem italienischen Soldaten vergriffen habe, und wurde dazu verurteilt, nach Sardinien verbannt zu werden. Also die Italiener haben ja immer gerne Leute verbannt. Ja, das war eine beliebte Strafe und sie hatten offenbar, ähnlich wie die Russen, Gegenden, die so unbeliebt waren, wie Sardinien offenbar zum Beispiel, dass es eine schwere Strafe war, dorthin verbannt zu werden. Die Faschisten haben das dann später auch sehr gerne gemacht. Und dann ist er sozusagen mit kleinem Gepäck und dem, was er am Leib hatte, und einem Vorrat von Virginia-Zigarren, mit denen er dann seine Begleitmannschaft bestechen konnte, in Richtung Sardinien unterwegs gewesen, hat es aber geschafft, einen Verwandten, er hatte ja durch seine schrecklich irredentistische Frau genug Verwandtschaft auf der italienischen Seite, den richtigen auf der anderen Leitung in Rom zu finden, der ihn da raushaute und ihm zumindest erlaubte, in Rom auszusteigen und sich südlich des Apennin selber seinen Ort zu wählen. Also die Verbannung war dann am Ende nur noch eine südlich des Apennins. Er durfte sich nur Norditalien, Triest und so weiter nicht mehr nähern. Und er hat sich dann für die Toskana entschieden, was ich gut verstehen kann. Hat sich mit dem Geld, was er ja durchaus hatte, und das konnte man irgendwie offenbar auch nach Rom überweisen, ein Schloss mit Landgut in der Nähe von Pisa gekauft, Forcoli, das dann auch tatsächlich bis zu seinem Tod 1956 und noch weiter darüber hinaus der Landsitz der Familie wurde. Er war dann erstmal dort festgesetzt, er konnte nie nach Hause und hat dann seine Familie nachgeholt, dorthin in die Toskana. Und jetzt hätte das alles irgendwie auch halbwegs ganz schön und weitergehen können, aber dieser Guido, dieser Sohn, ich hatte das angedeutet, folgte eher der Mutter, was seine Affiliierung, nationalen Tendenzen anging. Der hatte sich ja zum italienischen Heer, also eigentlich zur Kavallerie, gemeldet. In der Familie spielten Pferde auch immer eine große Rolle. Rodolfo hat zum Beispiel schon aus England eine irische Stute mitgebracht, die er gerne geritten ist, und die hat offenbar auch Kinder gehabt, wie auch immer.
Jedenfalls hatte auch Guido eine irische Stute und die nahm er mit in den Krieg. Er war erst bei der Kavallerie, dann hatte die Kavallerie nichts mehr zu tun, weil man damit in Schützengräben keinen Eindruck machen kann. War dann in einer anderen Einheit, Sassari-Brigade, Infanterie, die er befehligte, und zwar an wirklich heißen Stellen der Front. Und in den Alpen gab es einen Angriff unter Konrad von Hötzendorf, wie Carlo Alberto Brunner sagt, einem der inkompetentesten Metzger des Ersten Weltkriegs. Jedenfalls hat Konrad von Hötzendorf diese italienische Einheit durch Bombardierung mit schwerer Artillerie mehr oder weniger ausgelöscht. Das fand oben in den Bergen Altopiano statt, also so nördlich von Verona. Und nachdem dann schon die meisten tot waren und die Maschinengewehre außer Gefecht, hat er dann noch mit blanker Waffe und gezogenem Degen oder Säbel, heißt es da, die letzten sozusagen zu einem selbstmörderischen Angriff auf was auch immer angeführt, angeblich mit dem Schlachtruf, hier gewinnen oder sterben, viva l'Italia, also so ist das überliefert und ist dann vermutlich von einem Schrapnell ins Jenseits befördert worden, wie der Rest seiner Kompanie. Die Leiche hat man von ihm nie gefunden, es hat nochmal ein Bombardement gegeben und danach war von den Menschen dieses italienischen Regiments wohl nicht mehr viel zu finden. Einer, der es offenbar überlebt hat, hat dann in der Basis, also da, wo sie sozusagen, ich weiß nicht, was eine Kaserne war, noch ein paar Gegenstände von ihm gefunden, eine Jacke, eine Kappe, ein Buch, Il Piacere von D'Annunzio, natürlich von D'Annunzio, und eine Bibel in Hebräisch, eine der sieben Sprachen, die er offenbar gut beherrschte. Und ja, von Guido war nichts übrig, aber das Pferd war auch noch an der Basis. Das durfte dann auf das Landgut in Forcoli und dort noch seinen sozusagen Lebensabend verbringen. Die Mutter, schon die Großmutter, also erstmal die Großmutter, die Frau von Hirsch, hat nach der Nachricht vom Tod des geliebten Enkels einen Schlaganfall bekommen und hat noch halb gelebt, 2 Jahre gelebt, um dann in Triest zu sterben. Ein Opfer dieses Todes war die Ehe zwischen der schönen Gina Segre und dem feschen Rudolf. Die blieben zwar noch bis zum Ende verheiratet, aber haben offenbar kein Wort mehr miteinander gesprochen. Die nächsten knapp 40 Jahre. Und also man sagt jedenfalls, sie hätten eben nur noch sozusagen utilitaristische Mitteilungen ausgetauscht. Und wir haben vor kurzem zwei Interviews gemacht. Mit Giancarlo habe ich geredet, einem der Enkel, Urenkel von Rudolfo, der in Triest lebt, und Aimone, der in Rom lebt. Und Giancarlo hat erzählt, dass wenn er als Kind noch das Landgut Forcoli besucht hat in den frühen 50er Jahren, um seinen Großvater zu besuchen. Er war der Sohn von Leone, das war Guidos Bruder, der jünger war und nicht im Krieg. Dann hätte man jeden Tag mit dem Großvater einen Spaziergang auf dem Landgut gemacht und wäre zum Grab des Pferdes gegangen und hätte in der stillen Andacht Guido und seinem Pferd gedacht. Wie gesagt, das Pferd ist irgendwie 10 Jahre später gestorben in Forcoli. Es heißt, an einem Sturz und an einem Beinbruch, das ist für ein Pferd ja meistens das Ende. Und lediglich, und auch das haben wir eben in der Kiste gefunden, also wir wussten, dass es auch drin sein würde, lediglich ein Fuß des Pferdes ist nicht mit begraben worden und stand auf Carlo Albertos Schreibtisch bis zu seinem Tod. Also so ein balsamierter, präparierter, ausgestopfter Pferdefuß mit Huf und allem. Ist jetzt auch in unserer Sammlung, wird irgendwann auch mal ausgestellt. Und Aimone wiederum, der in Rom lebt, hat uns erzählt, dass auch er als Kind immer bei den großen Familienfesten auf Forcoli gewesen ist, bei der langen Tafel, die es dort gab. Es gab wirklich sehr viele Verwandte, die dann immer zu den Festen kamen nach Forcoli. Gina und Rodolfo hätten an den Kopfenden dieses sehr langen Tisches gesessen
und eben kein Wort miteinander geredet. Und Rodolphe hätte noch, bis er dann 97-jährig 1956 starb, immer wieder in seinen nicht vorhandenen Bart, oder ich glaube, er hatte dann einen Bart, gebrummelt, dass also unter Habsburg alles besser war. Die gute alte Zeit unter Franz Josef beschworen, und Gina muss irgendwie das Gegenteil in ihrem nicht vorhandenen Bart gebrummelt haben. Das hat irgendwie die Kinder, damals waren es ja alles Kinder, die es uns sowas erzählen können, offenbar sehr beeindruckt, wie sehr Geschichte in der Familie dazu führen kann, wie weit weg man voneinander sitzt. Ja, der Krieg ist irgendwann zu Ende gegangen, in den letzten Wochen dieses Krieges ist Triest aus der Sicht der Irredentisten erlöst worden. Also als die österreichisch-ungarische Armee in den Oktober-November-Tagen 1918 in heilloser Auflösung war. Ich glaube, die Ungarn sind einfach nach Hause gerannt und die Österreicher dann auch. Haben die gloriosen italienischen Truppen dann tatsächlich widerstandslos Triest eingenommen. Es gab keinen mehr, der sozusagen Österreich-Ungarn dort noch verteidigt hätte. Und damit war Triest erlöst und pleite. Weil vorher war es eine Metropole eines Großreiches, das nun nicht mehr existierte. Eine der wichtigsten Mittelmeerhäfen, so vom Warenumschlag irgendwie halt bei Marseille so und vielleicht Genua. Venedig spielte damals keine Rolle mehr. Das war vorbei. Aus dieser Metropole, vielsprachigen, multikulturellen Metropole, wurde eine unbedeutende italienische Provinzstadt an der Grenze mit einem Hafen, den keiner mehr brauchte, jedenfalls nicht, um mehr damit zu tun, als Sachen, die man in Triest braucht und nicht mit der Eisenbahn bringen kann, irgendwie im Hafen anzuschippern, also eigentlich ein Hafen ohne Schiffe. Und dieses Bild hat sich auch so einigen Leuten dieser Zeit eingeprägt. Also sie haben sich sozusagen in Triest dann zu Tode gesiegt, und die Stadt hat natürlich auch Schuldigen gesucht. Schuldig waren natürlich die Slawen, logisch. Das waren die nächsten Schwachen, die man finden konnte. Und natürlich, die faschistische Bewegung hat in Triest sehr schnell sehr, sehr viele Freunde und Apologeten gefunden. Also schon 1920, glaube ich, haben dann die Faschisten 45% der Stimmen gemacht bei den Wahlen in Triest. Und dann kam der Faschismus mit dem Marsch auf Rom. Und damit war es auch noch Schluss mit den letzten Überresten von Multikulturalität und Weltoffenheit und Liberalität in dieser Stadt. Die zog sich sozusagen in die Privaträume zurück. Da gab es immer noch in den 20er Jahren eine Geisteskultur in Triest, die irgendwie nicht unbedeutend war. Aber sie war sozusagen völlig in die Provinzialität und in die Privatsphäre verbannt. In den 30er Jahren, 1938, ja, und was man noch sagen muss, interessanterweise waren die Versicherungsgesellschaften, in denen natürlich die Brunner, die einen Großteil ihres Vermögens natürlich im Weltkrieg gelassen haben, also die vielen österreichischen Kriegsanleihen, die sie gekauft hatten, die waren nach dem Krieg das Papier nicht mehr wert. Und das Einzige, was noch war, war das Versicherungsgeschäft. Das war interessanterweise offenbar in den 20er Jahren immer noch eine der wenigen Felder, auf denen es eine funktionierende österreichisch-italienische Kooperation gab in den 20er Jahren. Also Generali und Riunione, die haben auch nach dem Ersten Weltkrieg weiter noch floriert. Nur haben sie halt jetzt nicht mehr in erster Linie Schiffe versichert. Und es ist kein Zufall, dass in Hohenems die Generalvertretungen dieser Versicherungen für große Teile Österreichs lagen dann in den 20er Jahren mit der Familie Menz, die mit den Brunners zusammen auch nach Triest gegangen waren und an der Riunione beteiligt waren. Und 38 kamen dann schließlich im Faschismus ebenfalls die Rassengesetze, die Mussolini verabschiedete, damit auch ein Schwenk der faschistischen Politik machte, die bis dahin eigentlich nicht antisemitisch gewesen war, jedenfalls in ihrer Praxis nicht. Natürlich gab es
faschistische Rassisten in Italien, die auch Antisemiten waren und die das immer schon wollten, aber sich damit nicht durchsetzen konnten. 1938 war es soweit. Und das bedeutete ja nicht nur Rassengesetze, was Heiraten und solche Dinge angeht, sondern vor allem Enteignungen. Also in Brunner wurde natürlich dann 1938 alles weggenommen, was sie noch hatten. Und damit begann dann auch die Emigration der Brunners. Da half ihnen dann auch gar nichts, dass Guido Brunner nach 1918 ein italienischer Nationalheld war. Es gibt eine Via Guido Brunner in Triest und es gibt eine Kaserne, die nach ihm benannt ist und eine Schule, die nach ihm benannt ist, weil die Tatsache, dass jemand aus einer doch eigentlich österreichischen Familie sich für das italienische Vaterland geopfert hat und das auch noch so melodramatisch, das hat natürlich ihn zu dem, sozusagen, wie Carlo Alberto immer schreibt, Onkelhelden gemacht oder Heldenonkel, aber eben auch eine Figur, die man sozusagen in Triest bis heute ehrt. Also, und das Interessante ist, es ist das Einzige, was den Namen Brunner in der Stadt Triest trägt. Also die Brunners haben sich um diese Stadt wirklich sehr verdient gemacht, aber der Einzige, der dort irgendeine Art von öffentlicher Ehrung in dieser Form, dass man irgendeine Straße oder irgendein Schild nach ihm benennt, erfahren hat, ist der, der diesen sinnlosen Tod gestorben ist. 1938 kamen die Enteignungen, auch der ganze Landbesitz natürlich, das war noch ein Thema, das war auch noch was wert. Und die Brunner sind emigriert, manche früh, manche spät, manche sind dann nach England gegangen, manche haben sich innerhalb Italiens irgendwo versteckt, manche sind über die norditalienischen Seen in die Schweiz geflohen und haben in der Schweiz die letzten Kriegsjahre erlebt. Da gibt es auch sehr melodramatische Geschichten von irgendwelchen Bootsfahrten über den Lago Maggiore, mit denen da die alte Hilda Brunner es noch geschafft hat, irgendwie in die rettende Schweiz zu kommen. Einen einzigen Brunner hat es tatsächlich erwischt, dass er in die Lager gekommen ist und ermordet worden ist. Und das war Egidio der Egone, der allerdings wohl eher psychisch krank war und über quasi etwas der Euthanasie Vergleichbares über das KZ Riserra San Saba dann schließlich in die Vernichtung deportiert worden ist. Zur Zeit, als dann nach dem Faschismus noch die Deutschen kamen. Denn 1943 hat Italien kapituliert, die Amerikaner sind in Sizilien gelandet und es war klar, für Italien ist der Krieg verloren. Auch der Krieg auf dem Balkan, der nicht zuletzt auch ein italienischer Krieg war, um Besitztümer in Dalmatien, Serbien, Montenegro, überall. Und dann zogen die Deutschen ein, 1943, und haben nochmal sozusagen eine katastrophische Utopie eines Anschlusses von Triest an Mitteleuropa in der sozusagen furchtbarsten Form sich ausgedacht. Sie haben nämlich das einzige Vernichtungslager auf italienischen Boden gebaut, San Saba, und noch einmal den Traum gehabt, aus Triest den deutschen Mittelmeerhafen zu machen. Man kann sich vorstellen, dass 1944 nicht mehr sehr viel konkrete Schritte unternommen worden sind von den Deutschen, um diesem postulierten Traum noch irgendwie physisch näher zu kommen. Im April 1945 brach natürlich die deutsche Front dort auch zusammen und jetzt kamen die Slowenen und die Jugoslawen dann schon, die ganzen sozusagen Partisanengruppen, natürlich endlich zu ihrem Recht. Sie haben auch zum Teil furchtbare Rache genommen, haben Triest und natürlich Istrien, das ja italienisch war bis dahin und vorher österreichisch, besetzt. Und das ging den Amerikanern dann zu weit. Schließlich wollte man Triest nicht den Kommunisten überlassen, denn mittlerweile gab es einen ganz anderen Gegensatz, der eine völlig andere Bedeutung hatte als irgendwie italienisch, slawisch, germanisch oder sonst etwas. Für die angloamerikanischen Truppen, die ja in Norditalien saßen, am Anfang nicht in Triest, aber ziemlich in der Nähe, war klar, also Triest, das geht nicht. Die Jugoslawen wiederum waren gerade dabei, sich von den Russen zu emanzipieren und haben sich ja 1948 abgespalten von Stalin und von der sozusagen Komintern.
hatten also auch sozusagen nicht mehr ganz den russischen Schutz, den sie vielleicht sonst gehabt hätten. Dann gab es verrückte Kompromisse. Die Amerikaner sind dann doch nach Triest eingezogen. Man hat mit den Russen, man hat mit den Jugoslawen verhandelt. Und dann wurde beschlossen, Triest wird ein Freistaat. Der Freistaat sollte zwei Teile haben, Zone A, Zone B. Zone A war die Stadt plus Umland, so ein bisschen ein paar Dörfer drumherum. Zone B, Teile von Istrien. Die Jugoslawen haben gesagt, ja. Und haben in Zone B sofort alles getan, damit es keinen Freistaat gibt. Nämlich einfach angefangen, dieses Gebiet komplett sozusagen in die eigene Verwaltung zu übernehmen. Die Amerikaner saßen in Triest und haben Lippenbekenntnisse gemacht, dass es sozusagen immer noch einen Freistaat geben soll. Keiner hat mehr daran geglaubt. 1953, 55, 54, 55 hat man das ganze Projekt dann auch noch beerdigt. Und dann wurde tatsächlich Triest wieder italienischer Verwaltung übergeben. Wobei das dann, glaube ich, noch bis in die 60er oder 70er Jahre gedauert hat, bis Triest dann sozusagen endgültig Teil Italiens geworden ist. Das ging noch bis wirklich in die 60er, 70er Jahre, diese Diskussion, weil die Abkommen, die damals in den 50ern geschlossen worden sind, sozusagen noch die Formulierung vorläufige Regelungen enthielten. Die Slowenen haben auch noch irgendwie davon geträumt, Triest vielleicht doch noch kriegen zu können. Und die Triestiner waren einfach froh, dass sie jetzt zu Italien gehören können. Und ob da vorläufig davor steht oder nicht, war ihnen am Ende egal. Also das ist eine Geschichte, die ging ziemlich nah an die Gegenwart, dass Triest irgendwie eigentlich ein Spielball verschiedener Mächte geworden ist. Und in all dem sind die Brunners in Triest geblieben, zum großen Teil, oder wieder zurückgekehrt. Die meisten, die in die Emigration gegangen sind, also nach England oder in die Schweiz, die meisten sind tatsächlich wieder nach Triest oder nach Italien zurückgekehrt. Viele von ihnen sind auf dem Friedhof in Santa Anna, dem jüdischen Teil, beerdigt. Und wie gesagt, wenn man Livio Vasieri anruft in der Gemeinde und ihn fragt, ob er Zeit hat, mit ihm, mit einem auf den Friedhof zu gehen, dann macht er das vielleicht auch, weil er immer wieder mal dort nach dem Rechten sehen muss. Das tut ja sonst keiner. Die meisten Brunners sind mittlerweile katholisch geworden und heißen vielleicht Stavro Santa Rosa oder Cordero di Montezemolo oder haben andere klangvolle Namen bekommen, wenn die Linie eine weibliche war. Wenn sie eine männliche war, heißen sie immer noch Brunner. Die gibt es auch. Manche sind noch jüdisch, die wenigsten, aber auch die Katholiken zeigen einem natürlich gerne stolz die Synagoge von Triest, die eine der größten in Europa ist und die sie sich auf jeden Fall auch ansehen müssen, wenn sie nach Triest kommen, nicht nur den Friedhof. Vielen Dank. Mai, wir sind gut in der Zeit, aber jetzt die Frage, wenn ihr noch Fragen habt, dann können wir noch ein paar Minuten anschließen. Aber es gibt ja genug anderes Programm, also. Nichts miteinander zu tun. Nein, nein. Ich meine, Brunner ist kein sehr origineller Name. Die Brunner hießen mal Levi. Und dann Wolf. Und 1813 wurde aus diesen Wolfs in Hohenems die Familie Brunner, weil mit den Gesetzen der bayerischen Verwaltung damals hier eben quasi die Normalisierung von Familiennamen eingeführt werden sollte. Und da sollte man nicht mehr Mosche Sohn von Josef heißen oder Ephraim Sohn von Mosche, sondern man sollte irgendwie einen Familiennamen haben, an dem man irgendwie erkennbar ist, wem gehörscht. Ne? Und es sollte dann irgendwie doch ein bisschen geklärt sein. Na, die haben mit diesen, also es sind ja auch, gibt ja in Schweiz, gibt es ja große Brunner-Familien, großen Konzern, Maschinenbau und so, also hat nichts mit uns zu tun. Und eben mit den Vorarlberger Brunnern nichts. Ja. Ja, dann hat es mich gefreut.
Thank you.